Hallihallo, ich bin's, der Steffen, und wir fliegen heute mal die D521. Die D521 ist ein Copy-Paste von der D520, und das Teil hier, dieses Flugzeug, das konnte man sich mal erspielen, indem man 360 Kills gemacht hat. Also man konnte das Flugzeug auch schon nach 60 und 120 und 240 Kills bekommen. Aber ich habe halt immer Pech gehabt und musste dann bis zu den 360 Kills das machen. Also in 1,5 Tagen 360 Kills gemacht und ich habe das Flugzeug bekommen. Hallo, Spitfire. Das Cockpit ist auch genau gleich wie das von der D520. Alles komplett gleich, nur der Tarnerstrich ist anders. Aber eigentlich ist das Flugzeug, das ist falsch. So, die D521 hatte eigentlich zwei, soweit ich weiß, zwei 20 mm Kanonen in den Flügeln, weil der Motor viel zu groß war, um eine einzige 20 mm Kanone vorne dran zu machen. Und das haben die hier verpeilt. Ich kann mal kurz nach diesen Missionen gucken. Da ist das. 60, 120, 240, 360. Das steht da nicht mehr dran, aber das war halt so. Das habe ich auch irgendwann mal gezeigt in der Folge, in der ich mit der Spitfire geflogen bin und dann gerade dabei war, die ganzen Kills zu sammeln. Naja, wir schauen uns mal um, was wir erledigen können. Ich will nicht gleich so draufgängerisch sein mit dem Teil. Erstens, weil man nur 60 Schüsse in den Maschinenkanonen hat und zweitens, weil ich, wenn möglich, die gesamte Schlacht überleben will, weil ich ja eigentlich nur das Flugzeug spielen möchte. Es ist ein sehr schöner Tarnerstrich. Ich habe da vorne zwei Flügel auf der Motorhaube, weil das aussieht wie ein Schnurrbart. Ich bin wahrscheinlich so ein bisschen behindert, aber ich finde das irgendwie lustig. Naja, wir verfolgen mal die Lack, ein PS4-Spieler. Oh, P400 sieht auch ganz nett aus. Ah, okay, nicht mehr so nett. Wo ist er? Da ist er. Na gut. Ein Treffer. Okay. Mit der Kanone ist es ein bisschen schwierig zu zielen, weil man nur eine einzige hat. Und da muss man gut aufpassen mit der Munition. Ah. Oh Gott, oh Gott. Ah, meine Fresse. Leute, passt auf. Und der brennt rum. Und ich krieg auf die Schnauze von meinen eigenen Teamkollegen. Das ist mal wieder so typisch. Typisch Arcade. Kennt man. Und den haben wir. Schön. I-185. Der Typ hat mich gerade eben angeschossen. Noch eine Lack. Noch ein PS4-Spieler. Ach, der fliegt da sehr ungünstig. Und er ist schon tot. Ja, wenn man so viele Leute hinter sich hat, dann sollte man es vermeiden, einfach hoch zu fliegen, weil dann ist man ein sehr leichtes Ziel. Miau. Ah, er hat zwei da oben. An den komme ich wahrscheinlich sowieso nicht dran. Muss ich erst eine Ewigkeit hochfliegen. Ich hoffe, wir können das mal probieren, aber ich glaube, ich werde dann so langsam, dass ich dann irgendwie 5 Minuten brauche, um zu dem blöden Typen hochzukommen. OMG Granny Hunter. Aha. Und er qualmt. Und er qualmt noch mehr. Hoi, das sieht ja aus. Machen wir mal das HUD aus. Oh yeah. Da fliegt er. Und da hinten haben wir noch eine B25. Aber den will ich so nicht angreifen. Der kommt auf mich zu. Und der ist viel stärker bewaffnet als ich. Deswegen drehen wir jetzt auch mal ab. Sonst kommt der Typ noch auf dumme Ideen. Dann haben wir da eine Wellington. Was viele PS4-Spiele haben wir denn hier, Mensch? Ja, Wasser überhitzt. Naja, ist ja nur Arcade. Dauert ein bisschen, bis mir der Motor deswegen kaputt geht. Okay, erstmal nur mit den MGs. Kanone müssen wir uns aufsparen, bis gleich. Ja, okay. Wow, das war nice. Die Kanonen, die sind richtig toll. Die Schüsse. Pilot erledigt. Durch das gesamte Flugzeug durch und dann in die Piloten rein, oder was? Wow, was war das denn? Jak 7 ist abgestürzt. Ist der Typ da einfach gegengeknallt? Lol. Also, wenn man von der Kanone 2 hätte, das wäre geil. Ich glaube, eine von den Spitfires, die hat dieselben Kanonen. Scheinen sehr gut zu sein, die Teile.
Hohoho, B25. Aber ich kann mal gucken, ob ich da hochkomme. Aber ich muss meine Kanonenschüsse noch nachladen. Ich glaube nicht, dass ich die rechtzeitig nachgeladen habe. Na jetzt, komm. Alles Spam, was ich habe hier. Naja, kann ich vergessen. Das war's. Na gut, dann fliegen wir mal nach da unten hin. Vielleicht ist da ein bisschen was Interessanteres. Mensch, sieht das Spiel geil aus. Das ist so ein schönes Spiel. Jak 7 und P39. Jak 7, schön, schön. Dann komm mal her, mein Lieber. Noch ein PS4-Spieler. Und noch ein PS4-Spieler. Menschenskinders. Und den hätten wir. Okay, wo ist der andere Typ? In der, was war das, P39 oder P63 oder so? Da. Und er ist tot. Ach, schade. Das ist nur die Jak 7. Dem Typen da fehlt ein Stück vom Flügel. Das sieht interessant aus. Oh, okay. Spitfire und Typhoon. Hoffen wir mal, dass mich die Typhoon nicht angreift. Und ich werde angegriffen. Super. Aber nicht von der Typhoon, sondern von der P39 oder P63. Okay, jetzt glaube ich doch von der Typhoon. Irgendwas mit vielen Maschinengewehren. Hilfe! Oh, das war knapp. Ja, tja, gut, der Typ dreht ab. Dann schauen wir mal, was wir hier machen können. 19 Schüsse in den Kanonen noch. Abschusshilfe für die Spitfire. Schön. P63, okay. Yay, Pilot bewusstlos. P47, Thunderbolt. Okay, drei Schüsse in den Kanonen, das kriege ich nicht hin. Habe ich ihn überhaupt getroffen mit den Dingern? Naja, was auch immer. Linker Flügel wurde beschädigt. Okay. Schauen wir mal. Los, stirb, 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 stirb. Ach, diese MGs sind so lappig. Der Typ ist langsam. Ist der Motor kaputt? Ja, Motor kaputt. Na gut, dann lasse ich ihn nochmal weiterfliegen. Der stürzt gleich sowieso ab. Was haben wir da? Eine brennende P38. Ich glaube, der stürzt sowieso ab. Abschusshilfe. Na gut. Typhoon. Typhoon. Die MGs von dem Typen sind nicht sonderlich stark, aber es sind viele. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aha. Okay, weiß der Typ, dass er erledigt ist, weil er seinen Teil der Art macht. Jetzt ist er nämlich tot. Und zerstört. Und wie er brennt. Abgeschossene Flugzeuge, die fahren ihre Fahrwerke aus. Fällt mir auf. Was war das denn jetzt? Ist er jetzt jemand hinter mir? Nee, ist nur die IL-2. Mensch. Und er ist abgestürzt. Super, super gemacht. Hellcat. Ach, das ist jetzt sehr ungünstig. Das ist sehr, sehr ungünstig. Da muss ich mal gucken, wie ich das schaffe. Lol. Okay, gut. Die haben mir die Aufgabe abgenommen, sie abzuschießen. Das war jetzt sehr freundlich. Jetzt habe ich gar nichts mehr, worauf ich schießen kann. Was soll ich denn jetzt machen? Gerade eben alle Hände voll zu tun und dann stürzen sie alle ab und erledigen sich gegenseitig und so. Habe ich eigentlich kein Problem mit, muss ich so sagen. Panzerwagen. Den sollte ich noch mit MGs kaputt bekommen. Ja, Treffer, Treffer. Oh, schaffe ich nicht. Ah, wieder zu knapp. Ich dachte, ich krieg den. Oder gepanzertes Fahrzeug, glaube ich, kriege ich mal ganz leicht mit MGs kaputt. Aber hier. Da wird das ein bisschen schwieriger bei den Dingern. Na gut, benutzen wir mal die Kanonen. Jo, den haben wir. Schön. Kanonen geht. Ja. Oh. Knapp, knapp. Aber was für eine beknackte Straße ist das eigentlich? Die geht ja über alle Ecken und Kurven rüber. Also da möchte ich nicht hochfahren. Oh, das war's. Boah, hat der Ding gerade mit Raketen erledigt? Cool. Leider die Schlacht verloren, aber naja, was auch immer. Ist immer eine bessere Schlacht mit dem Teil. Gestern habe ich versucht, da zweimal mit zu fliegen und da war ich richtig scheiße. Und hier immerhin 5 Kills und nicht gestorben. Und einige lustige Momente von abstürzenden Gegnern und Verbündeten und was auch immer. 5 Kills, 2 Abschusshilfen, 2 Bodenziele zerstört.
Jo, und immer noch relativ gut im Verhältnis zu den ganzen anderen Leuten. Würde ich mal so sagen. Ganz in Ordnung, würde ich sagen. Naja, da ist das schöne Flugzeug. Rechts daneben noch die DB7. Das Flugzeug habe ich geschenkt bekommen zur 2 Jahre War Thunder. Aber das habe ich ja schon mal gezeigt. Und naja, gleich kommen noch wieder ein paar schöne Screenshots, wie ich das immer mache. Gleich muss ich mal wieder Screenshots machen, dann kommen die noch hinter das Video. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, bis zum nächsten Mal.